glaube schon, dass es uns auf jeden Fall einen Schub gegeben hat. Also ich habe selbst gemerkt, als ich Sabine im Finale gesehen habe, ich habe so mit ihr mitgelitten einerseits, aber andererseits habe ich richtig gespürt, wie es bei mir in den Fingern gekribbelt hat, weil ich selbst auf dem Platz wollte. Und ich glaube, dass Sabine uns ganz klar eine riesen Inspiration war und uns einfach gezeigt hat, es ist möglich, weil wir haben fest daran geglaubt, dass wir die Viertel- und Halbfinals regelmäßig erreichen können bei den Grand Slams. Aber das Finale war nochmal eine andere Stufe. Der Weg bis ins Finale war mehr als unglaublich und absolut wahnsinnig. Und ich glaube, dass uns das allen nochmal eine Inspiration gegeben hat und uns allen nochmal die Motivation gegeben hat, da nochmal ein Stückchen feiner an uns zu arbeiten und ein Stückchen mehr, noch mehr zu schleifen und zu tun und hoffentlich irgendwann auch Ähnliches erreichen zu können. Wobei das natürlich schon sehr, sehr außergewöhnlich war. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ihr geholfen hat, ins Finale zu gehen, weil sie echt nochmal einen extra Glauben hat, den andere nicht haben. Und sie glaubt echt an das Unmögliche. Und das macht mir, wenn ich neben ihr bin, unheimlich Spaß, einfach weil man sich davon so angesteckt fühlt. Und man spürt, da ist jemand, der glaubt an das Unmögliche. Und das ist einfach schön heutzutage, wo alle so realistisch geworden sind und alle alles abwägen, wenn einer noch tolle Träume in sich hat. Und das ist unheimlich ansteckend. Das habe ich wirklich bei den Fed Cups gemerkt, dass sie, wenn alle schon den Glauben aufgegeben haben, immer noch dahinter ist und voller positiver Energie. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich am meisten an ihr schätze.